Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur neuesten und ersten Folge in diesem Jahrzehnt, in dieser Dekade. Mit einer unfassbaren Verspätung reiht sich die Band High Spencer mal wieder ins Podcast-Game ein. Das hier ist das Rückbank-Rendezvous. Wir sind back im Game, wir haben ganz schön auf uns warten lassen. Unsere letzte Folge ist über 3 Monate, fast 3 Monate her. Das heißt, diesen Podcast hat es so lange nicht gegeben, fast, wie es ihn vorher gegeben hat. aber das hat Gründe. Gründe, die wir in dieser Folge besprechen werden. Hallo Jan. Hallo Sven. Jan sitzt schön, dass es wieder losgeht. Man hört, wir sind nicht zu zweit im Raum, wir sind auch nicht zu dritt im Raum, nein, wir sind zu viert im Raum. Und zwar sind wir in unserem Proberaum an einem unfassbar geheimen Ort, irgendwo in den tiefen Morias. Da proben wir nämlich, dass uns niemand hört. Außer der Balrog von Morgoth, den wir nicht wecken sollten. Okay, wir haben uns ein Credo gesetzt für die zukünftigen Folgen. Und zwar, dass wir in Zukunft nahezu keinen Schnitt mehr ansetzen an diese Folgen. Das heißt, wir müssen uns deutlich knapper halten. Wenige Äs und wenige, oh, das machen wir doch nochmal. Jetzt habe ich aus Versehen was Blödes gesagt. Nein, wir sind jetzt einfach die transparenteste Band und der transparenteste Podcast aller Zeiten. Und wir haben uns noch zu anderen Sachen durchgerungen. Erstmal wird es jetzt ja deutlich effektivere Podcast-Folgen geben, dafür aber nur alle 2 Wochen so Folgen. Dann haben wir noch so Special-Folgen, die wir jetzt, werden wir alles im Laufe dieser Folge erklären. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass das Intro, was wir Rückbank, Rendezvous, genau, dass wir das über Bord werfen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt Folgendes. Es gibt jede Podcast-Folge ein neues Intro. Und Jan und ich, wir haben uns im Vorfeld eins überlegt. Kriegen wir das jetzt hin? So auf. Eins, zwei. Rückbank, 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 Rendezvous. Yeah. Nee, das war falsch. Das war falsch. Das war zu hoch, ne? Das ist einfach nochmal. Ja, okay, wir machen es nochmal. Weil das Intro so geil war, machen wir es nochmal. Und los. Rückbank, 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 Rendezvous. Genauso haben wir es auch nicht gedacht, aber nee. Hey. Egal. Egal. Oh, okay, wir sind jetzt schon beim Wendler angekommen. Wir sind bei uns im Proberaum mit dabei. An der Schießbude sitzt gerade Niklas Unterstall. Ja, tue ich. Genau, hat man vielleicht gerade gehört. Normalerweise, also wenn man jetzt zum Beispiel bei Konzerten, manchmal sagt man, hat einen richtig coolen Lichtmann und dann sagt, am Licht, heute, Rufen. Dann macht Rufen, wenn Rufen cool ist, nochmal eben so flackert der und macht so ein kurzes Strobolicht an. So, hallo, ich bin Rufen, ich bin da. Hallo. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass du einmal so kurz bedumtsch machst. Okay. Na, super vorbereitet. Dann mach's mit deinen Zähnen zur Not. Genau, dann wiederholen wir das jetzt. Bis jetzt läuft das richtig gut ohne Schnitt hier alles. Und zwar, genau, zu meiner Linken, zu Jans Rechten. Jan, jetzt sitzt Niklas Unterstall an der Schießbude. Das war viel zu laut. Hat niemandem gefallen. Aber wir sind und und auch im Raum Janis Petersmann, der aber sich größtenteils aus dieser Folge raushalten möchte. So kommunizierte er mit uns, denn er programmiert sein Paddleboard neu. Könntest du einmal das Mikro rüberreichen, dass er kurz erklärt, warum er heute nicht auftauchen möchte? ich habe ganz viel zu tun hier, sonst können wir ja gar nicht spielen. Dann muss ich nämlich alles erstmal fertig machen. Das ist Technikzeug. Will keiner hören. Ja, das ist so busy, wie es nur geht. Aber das sieht auch so aus, als drückst du einfach willkürlich auf irgendwelche Knöpfe. Ich schreibe nur Namen auf von Songs. Er schreibt Namen auf von Songs. Ja, genau, wir machen weiter. Was hast du gesagt? Er schreibt durch Drücken. Er schreibt. Ja, also ich finde, das sieht eher so ein bisschen aus, als würdest du Gameboy spielen, was du da machst. Aber gut, vielleicht kannst du das ja irgendwann im Laufe irgendwann nochmal erklären. Rückbank-Rendezvous ist zurück, wir haben uns lange bitten lassen, wir wollten eigentlich im Februar wiederkommen, jetzt sind wir doch im März wiedergekommen. Alles seine Gründe, wir sind ziemlich busy so ein bisschen. Wir waren Anfang des Jahres, Jan, wo waren wir? Wir waren im Studio, in unserem Home, also nicht Home-Studio, aber in dem Studio, wo wir bislang wirklich alles aufgenommen haben, was wir so hervorgebracht haben.
auf Spotify etc. und auf CD natürlich. Bei Vinyl. Unserem lieben Freund und Vinyl natürlich. Oh, Kassette nicht. Kassette nicht, nee. VHS haben wir auch nie bedient. Grammophon. bei unserem lieben Freund Tobi Schneider, der uns nach wie vor hilft. Ja, ist unser Produzent. Genau, so ist nennt unser man Produzent. Das. Genau. Und auch ein Freund, absolut. Genau, ein guter Freund im Dogma-Klangstudio von Matze Lohmöller. Der ist umgezogen, das heißt, zum ersten Mal haben wir quasi in dem neuen Studio produziert und wir haben zwei neue Songs aufgenommen. Das kann man so auf jeden Fall sagen. Wir waren unfassbar eifrig und haben uns halt gedacht, okay, wir nehmen zwei neue Songs auf und die werden im Laufe des Jahres beide veröffentlicht werden. Und einer sogar gar nicht so in weiter Ferne. Schon Ende März, am 27. März, kommt der erste dieser beiden Tracks, den wir aufgenommen haben. Und über den zweiten werden wir heute gar nicht reden, nee. Denn der ist noch unter ferner Liefen. Also wir wissen schon alles über diesen zweiten Song. Wir könnten ihn theoretisch auch schon spielen. Das werden wir aber nicht tun. Das wollen wir gar nicht machen. Und, aber um den ersten Song soll es heute natürlich auch so ein ganz bisschen gehen. Aber eher so um so ein paar Grundsätzlichkeiten, warum wir das gemacht haben. Denn wir haben eigentlich noch vor, eine komplette, einzelne Folge nur über diesen Song von Grau zu dir zu machen, um einfach mal komplett zu erklären, wieso, warum, weshalb, wofür. Ja, genau. Ich lache, weil es in dem Songtext ein sehr prägnantes Wort ist, das Wort wofür. Und zwar heißt dieses Lied, Jan, wie heißt es? Du hast es ja schon gesagt. Habe ich schon gesagt? Ja. Wie es heißt? Ja, hast du. Aber das ist vielleicht auch egal, weil ich sage es einfach nochmal. Habe ich schon gesagt, wie es heißt? Ja. Ich glaube schon. Oh Gott. Auch das ist egal. Egal. Dieser Song, dieser neue Song, der am 27.03. rauskommen wird, heißt Von Grau zu dir. Und genau, 27. März ist der Stichtag. Dann könnt ihr ihn überall hören, überall streamen. Und er hat auch schon seine Live-Premiere tatsächlich. Oh yeah. Oh yeah. Wir waren, wann waren wir da? Vor zwei Wochen. Am 7. Februar waren wir in Bochum in der Trompete. Janis, du musst weiter Tetris spielen da. Genau, wir waren in der Trompete und haben den Song das allererste Mal zum Besten gegeben, würde mein Vater sagen. Und Sven, wie findest du die Reaktion der Leute? Ja, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil ich finde es immer interessant, Songs zum ersten Mal auf einer Bühne zu spielen, weil man einfach de facto keine Reaktion bekommen kann, weil die Leute ja die Möglichkeit haben, innerhalb von 3,5 Minuten einen ganzen Song auf sich wirken zu lassen, dann noch im Live-Kontext und dann noch dazu, dass wir den einfach ein bisschen zu schnell gespielt haben. Und ich glaube, die Leute fanden den cool. Ich fand die Reaktion absolut genauso erwartbar. Also hätte man mich vorher gefragt, wie die Reaktion ist, dass die Leute dann da so ein bisschen mit dem offenen Mund stehen und so mit dem Kopf wippen und dann irgendwann sagen, ja, das war cool. Ich freue mich, den irgendwann noch mal 10-mal hören zu dürfen, in bevor Ruhe. Ich eine Wertung abgebe. In Ruhe vor allen Dingen. Und man wird genau diese Möglichkeit haben. Ab dem 27.03. kommt Von Grau zu dir raus. Und das, ja, ist irgendwie, wir haben uns überlegt, wir haben ja jetzt das Album nicht raus, aber weiter, ist vor kurzem ein Jahr alt geworden, beziehungsweise vor 3 Wochen ein Jahr alt geworden. Das heißt, wir sind ziemlich arg schwanger gegangen mit diesem Album und haben das eigentlich an vielen, vielen Live-Konzerten auch, wir haben ja darüber berichtet, nicht zuletzt in diesem Podcast, auch Leuten vorgespielt. Und wir hatten aber irgendwie das Bedürfnis, noch was zu machen. Wir wollten unbedingt was machen, nicht unbedingt jetzt nochmal ein Album, nicht unbedingt nochmal eine EP, sondern wir ja, haben auch so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt, würde ich mal sagen, um einfach zu erkennen, dass man vielleicht hier und da einfach mal nur einen Song raushauen kann, der dann komplett für sich selbst steht, der nicht eingebettet sein muss in irgendeinen Kontext und dementsprechend ist das jetzt so gelaufen bei Von Grau zu dir und Ich habe den Namen. Oh, du hast nicht verstanden, was ich gemacht habe, Jan, ne? Mm-mm. Also, ich wollte den Namen des zweiten Songs noch sagen. So. Dann habe ich dir aber das so vernuschelt. Vernuschelt. Und du hast dich wirklich gewundert, ob ich kurz einen Schlaganfall hatte, ne? Das ist ja witzig, Jan. Du bist aber nicht voll auf ausgefallen. Nein. Das Niklas, dachte ich nämlich auch. Niklas, ich bin Profi, verhaspel mich nicht, bitte dich. Okay, bevor wir
dieses Thema aber nochmal in einem anderen Podcast behandeln. Genau, das machen wir separat nochmal. Da soll es nochmal komplett nur um diese separate Single gehen. Gehen wir nochmal in separé. Und Sven, erzähl mir, wieso sind wir heute hier? Was machen wir eigentlich? Wir sind heute hier im Proberaum. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen Menschen zu ehren. Wir warten eigentlich auf Malte Tiede. Deswegen sitzen wir und deswegen haben wir die Mikros ausgepackt. Und wir warten auf Malte, damit wir proben können für eine Show, die ansteht. Und zwar jetzt kommenden Freitag am 6.3. im FZW in Dortmund. Da spielen wir nämlich mit Kapelle Petra. Oh ja. Und ich muss jetzt ein bisschen was loswerden. Und zwar habe ich, bis Kapelle Petra uns gefragt hat, ob wir da Support spielen wollen, habe ich immer gedacht, Kapelle Petra wäre... Nur heute ist Geburtstag. Ich dachte, das wäre eine Spaßmacherband. Ja, also die machen ja auch Spaß, aber das ist ja richtig ernstzunehmender Indie. Ja, ich habe auch einmal quer gehört. Und wir haben tatsächlich ja auch schon mal mit denen zusammen auf einer Bühne gestanden. Ne? Wir sind auf einer Bühne mit denen gestanden, glaube ich. Bei unseren Freunden von der Frogbock-Dosenband. Richtig. Aus dem, ja... Selben Kaff, wo wir eigentlich herkommen. Vielleicht sollten wir kurz einmal da draußen den Leuten erklären, was das Konzept der Frogbock-Dosenband ist. Also die Frogbock-Dosenband ist eine sehr, 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 sehr erfolgreiche Band, die vor allen Dingen hier im Raum Osnabrück ihre bisher größten Erfolge, glaube ich, so gefeiert hat, aber auch so bis hoch ins Emsland schon mal vor 500 bis 600, 700 Leuten, glaube ich, Konzerte gegeben hat. Und die Frogbock-Dosenband ist quasi der Inbegriff einer Saufband. Das heißt, die zelebrieren den Akt des hemmungslosen Besäufnisses und des absoluten Ballerballerseins auf der Bühne. Und das ist unfassbar köstlich. Man könnte fast sagen, dass wir alle so ein bisschen, beziehungsweise bei mir muss ich eher sagen, ist es so eher mein älterer Bruder, der ist 3,5 Jahre älter, der wurde auf jeden Fall mit der Frogbock-Dosenband sozialisiert. Ich bin dann immer ein bisschen später erst drauf gekommen, dass das auch musikalisch eigentlich sau cool ist, was die machen. Ja. Und dass die Texte halt nicht nur saufen, saufen, so Ballermann-mäßig sind, weil man darf sich das nicht als Ballermann-Musik vorstellen. Das ist hochkarätige Musik, handgemacht, mit zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Keyboard, so, und einem ziemlich markanten Sänger, dem Klum, also dem Dr. Dräse, wie er sich nennt. Und die Texte von denen sind nicht einfach nur saufen morgens, mittags, abends, ich will so Ingo Flamingo Abfall quasi, sondern das ist richtig hochkarätige Poesie, halt nur auf Saufen. Ja. Man muss wirklich sagen, also das hat erstmal auf den ersten Blick halt überhaupt gar keinen Hand und Fuß, was die machen. Überhaupt nicht. Aber Sven, und das haben wir ja schon gemacht, wir sind einmal sehr weit gefahren und haben uns wirklich von dem Moment an, wo wir den Motor gestartet haben, bis zum Ziel nur die Frogbock-Dosenband gehört. Genau. Und haben festgestellt, dass es ist brillant, was die da teilweise machen. Also es glänzt vor musikalischem Genie, der da herausspricht aus dieser Band. Hören Sie sich da draußen bitte die Frogbock-Dosenband an. Wir sagen das in der Höflichkeitsform, weil wir so viel Ehrfurcht vor dieser Band haben. Und wir sehen sie auch so ein bisschen, also ich finde, in dem Dr. Dräse sehe ich auch eine kleine Vaterfigur. Der Dr. Dräse. Und der kommt weiß nicht, das, der hat noch ganz viel Mayo im Gesicht. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass die Frogbock-Dosenband super viele Fans im Emsland hat, eben weil sie gerne über Saufen und das ist Party ja und, das stimmt natürlich. Das ist also, dieses Saufthema wird auch einfach so, es bringt so eine Leichtigkeit, man muss es hören, um es zu verstehen. Ich empfehle jetzt Party bei Fadern. Dann empfehle ich, wenn ich groß bin, ist eine wunderschöne Ballade, die ich mit dem Doktor schon mal live zusammen auf der Bühne performen durfte. Das war, glaube ich, der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere, also im Solosänger-Bereich. und dann empfehle ich noch Schaufelrad-Baggerverleih. Hast du auch noch Empfehlungen für da draußen? Ja, Kloster Ösede aus einem ganz anderen Grund. Also der Song heißt Kloster Ösede und beschreibt meiner Meinung nach ziemlich genau,
den Spirit, den man verspürt, wenn man bei uns im Dorf wohnt. Das ist nämlich genau der Ort, wo Malte und ich herkommen. Genau, und wir anderen drei, also Niklas, Janis und ich, wir kommen aus Hagen. Und der Song startet mit dem Text: In Hagen sind die Messer viel schärfer als die Frauen und der Pastor lügt den Bürgermeister an. Und das ist tatsächlich wahr. Ja. Das Schwimmbad in Bad Iburg liegt viel zu sehr im Hagen. Also mit anderen Worten, es werden super viele Ortschaften hier unsere Stadt Osnabrück abgefrühstückt. Wir befinden uns aktuell im Ortsteil Gellenbeck, im Ortsteil Natrup-Hagen, aber das ist weit gefasst für uns Obermark-Idioten. Das ist jetzt mega lokal koloriert, was ich hier rausbringe. So, aber das ist Gellenbeck, weil niemand kann man trauen in Gellenbeck. Ja. Das muss man auch nochmal festhalten. Deswegen, das ist die Frau Pogdosenband. Da haben wir Kapelle Petra einmal kennengelernt, in dem Kontext. Und wahrscheinlich habe ich auch gedacht, dass dieses heute ist Geburtstag, das passt gut zur Frau Pogdosenband. Und habe deswegen einfach sehr naiv, Schublade auf, Kapelle Petra rein, Frau Pogdosenband auch rein und Schublade zu. Aber es ist viel, viel mehr als das. Und ist das wirklich so, dass bei Auftritten der Kapelle Petra wirklich eine Person permanent in einem Liegestuhl sitzt und sich quasi die Show von der Bühne aus anguckt? Niklas? Also, hallo. Ich glaube tatsächlich, dass das der Fall ist. Ich weiß nicht, ob der bei manchen Songs gegebenenfalls sogar noch eine weitere Aufgabe hat. Aber wer zum Beispiel Puff Puffs Happy Hour gesehen hat, da haben sie nämlich live gespielt. Da war man auch äußerst verwirrt darüber, dass da wirklich vier Leute auf der Bühne stehen, drei spielen und einer sitzt einfach vorne rum. Und ich frage mich immer, sagen die wohl einen Auftritt ab, wenn der nicht kann? Ich frage mich auch, was da im Rider steht. Also wir brauchen auf jeden Fall... Also um die Frage von Niklas erstmal zu beantworten, glaube ich, dass die erstmal sich dann einfach... Ich glaube, die gehen dann da, wo die spielen, an den Bahnhof und suchen einen ähnlich aussehenden Menschen, der dort sitzt. Und dann setzen die den. So. Genau, wir fragen das nach. Ob die schon mal, weil der Bereitschaft hatte oder so, weil der wahrscheinlich Klempner ist, so wie der aussieht. Ich tippe mal, der ist Klempner. Wird der wahrscheinlich, glaube ich, nicht konzertentscheidend sein. Das ist wahrscheinlich der Fahrer. Ich tippe, das ist der Fahrer. Der so als Schmankerl, als die Kirsche auf der Sahne noch mit drauf kommt. Und du wolltest was über den Rider wissen? Ja, ich stelle mir auch den Rider sehr witzig vor. Also das, was Veranstalter im Vorfeld bekommen von der Band, damit sich die Veranstalter darauf einstellen können, was da so gebraucht wird. Wir brauchen auf jeden Fall einen Liegestuhl auf der Bühne. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die den auch noch eben mit in den Kofferraum schmeißen. Ja, den Liegestuhl. So. Gehört zum Inventar. Ja, Niklas sagte gerade auch, er glaubt eher, dass ich recht habe, Jan. Ja, ja. Darum geht's hier. Ja, das ist auch der Sinn dieses Podcasts. Ja. Wer hat recht? Das ist jetzt am Freitag. Dann kommt, wie gesagt, am 27.03. unsere neue Single von Grau zu dir. Und ihr solltet euch, glaube ich, so ab nächster Woche ab und zu mal wieder auf unsere Online-Plattformen begeben, sei es Instagram, Facebook und Täterettete. Deswegen, weil wir tatsächlich ein bisschen was in petto haben für diese Single. Also es wird nicht einfach nur am 27.03. in der Nacht vom 26. auf den 27. irgendwann ein Song aufploppen, wenn ihr euch den vormerkt bei Spotify, was man ja kann, sondern es wird schon weit im Voraus einiges mehr passieren und auch Dinge, die euch da draußen sehr glücklich machen können, wenn ihr es denn zulasst. Und dann gehen wir natürlich auf Tour, lieber Jan. Wir gehen auf Tour im April und zwar am 9., 10. und 11. April sind wir unterwegs. Absolutely right. Jetzt muss ich... Wir sind in Hannover, in Bremen und Ibbenbüren, aber in Ibbenbüren, Bremen und Hannover. So. Richtig, in dieser Reihenfolge sind wir am 9. in Ibbenbüren, am 10. sind wir in Bremen und am 11.4. sind wir in Hannover. Und ja, ihr hört richtig, es ist das Osterfest, deswegen nicht nur der Heiland ist auferstanden, sondern auch die Band heißt Spencer. Er steht auf und kehrt zurück auf die Bühne der Welt.
Du sagst gerade ein bisschen wie Klaus Kinski. Ja, ich muss auch echt feststellen, dass ich heute sehr wenig geschlafen habe. Und ich deswegen wahrscheinlich noch ein, zwei mehr aussetze. Wir können schon davon ausgehen, dass wir am 9.10. in Ebenbüren hinabfahren werden in das Reich der Toten. In die Scheune übrigens. Am 10.04. werden wir in... In Bremen, genau, werden wir am, was ist das, Ostersamstag? Nee, Samstag, sagt man, ne? Nee, das ist aber tatsächlich Karfreitag. Jo, Tatsache. Ach so, dann am grünen Donnerstag sind wir erstmal, ach so, ja, in Bürne ist da noch alles gut, da ist quasi letztes Abendmahl. Ja, genau. Sagen. Genau, oh Leute, da gibt es aber der. Da wird der Kelch aber nicht an uns vorbeigehen. Genau, dann machen wir am grünen Donnerstag letztes Abendmahl. In Bremen werden wir hinabfahren in das Reich der Toten. Und dann wieder, ja, wir machen schon ein bisschen früher. In Hannover werden wir wieder aufstehen, auferstehen. Ja, ja, ja. Weil man muss ja auch nicht alles machen, was der Lattenjupp. was er so vorgemacht hat. Ist es ein abwertender Begriff eigentlich? Nein. Also wenn uns irgendein streng christlicher Mensch zuhört, dann hast du dich auch wahrscheinlich sowieso verirrt. Aber Lattenjub, ich finde, man sollte Jesus viel öfter Lattenjub nennen. Oh Gott. Der Lattenjub. Lattenjub, kriegst du noch was? Ja. Ich nehme noch mal so einen Schwamm voll Essig, du. Ja, irgendwer muss sich ja mal ausgedacht haben, dass der, während der da hing, einen Schwamm voll Essig so in seine Wunde gekriegt hat. Jetzt frage ich mich aber einfach, warum hat man denn dann nicht einfach Salz reingetan? Warum, tut Essig auch in eine Wunde weh? Ja, bestimmt, wa? Salz war früher einfach auch viel teurer. Bestimmt. Salz war früher auch viel teurer. Ja, halt das Mikro hin, er ist neben dir. Ja, Salz war früher wahrscheinlich viel teurer. Das hat man damals nicht so alt so einfach gekriegt. Deswegen dann Essig, weil das hatte man vielleicht dann immer so im Haus. Also der hing ja auch recht hoch und wenn man mit einem Schwamm konnte man vielleicht genauer, also dass das dann läuft, ist besser als wenn man da so streut. Oder die haben alle Kinder des Blocks zusammengetrommelt und jeder hat einen Schwamm voll Essig gekriegt und wer zuerst den Jesus trifft. So haben die vielleicht gespielt. Das ist richtig blasphemisch, was wir hier machen. Aber hey Leute, die Geschichte ist auch einfach schon 2000 Jahre alt, da kann man jetzt auch langsam mal anfangen drüber zu lachen. Comedy ist ja Tragödie plus Zeit. Deswegen, also ich wüsste nicht, warum wir noch ein Jahr warten sollten, uns mal ein bisschen über einen Lattenjob lustig zu machen. Wie sind wir hier hingekommen? Ach so, weil wir im April in den Ostertagen auf Tour gehen. Und Da würden wir euch alle herzlich einladen, hinzukommen. Wir haben eine tolle Vorband. Fluppe. Lattenflupp quasi. Lattenflupp. Und Fluppe, die spielen doch auch bei Kapelle Petra noch mit jetzt, ne? Nee, das Nein? ist Lampe. Lampe, achso, Fluppe, Lampe. Das ist einfach nur Lampe. Das sind die zweisilbigen Bands. Ja. Fluppe, Lampe. Ja. Hm? Fluppe, Lampe, kann man aber phonetisch auch mal verwechseln, ne? Ja, deswegen, da ist Lampe. Was ist, Lampe habe ich mich jetzt noch Lampe, nicht mit auseinandergesetzt. Lampe, kann ich dir erzählen? Ja. Ich weiß weniger über die Musik. Aber eine Lampe leuchtet. Ich weiß weniger über die Musik, aber ich weiß etwas über Lampen. Genau das habe ich sagen wollen. Nee, Lampe ist tatsächlich der, das ist mir auf dem Deichbrand aufgefallen, der Roadie von Matzen. Nein! Ja, wirklich. Das ist der Roadie von Matzen mit seiner eigenen Band. Also ist das so Solo-Act quasi? Ja, ja, genau. Ja, nee. Kleine Besetzung. Aber hallo, ne? Aber ich kann zu der Musik leider wirklich gar nichts sagen, gerade in diesem Moment. Treten die denn wohl auch ein bisschen angeschakert auf? Weil dann haben die nämlich alle Lampen am Leuchten. Ist immer die Frage, ne, wo auch immer die Leute sich diesen Podcast anhören, habe ich mir oft die Frage gestellt, indem ich die letzten 18 Folgen auch nochmal nachgehört habe, immer so ab und zu. Wo, also es, unser Humor ist sehr davon abhängig, wo die Leute diesen Podcast hören. Also wenn man jetzt so, weiß ich nicht, irgendwie nur durch den Baumarkt geht und dann kommen wir, oh Mann, alle Lampen am Leuchten. So, dann findet man das vielleicht einfach gar nicht so mega lustig. Ja, oder... So. Ich stand gerade im Baumarkt und man geht gerade so durch die Lampenabteilung. Okay. Ja, oder man sitzt halt in der Kirche und auf einmal haut da jemand Lattenjob raus.
also in der Kirche dann. Stimmt, achso. Podcast hören, ne? Sehr viele Leute. Solltet ihr jetzt gerade in der Kirche sitzen und unseren Podcast hören? Erstmal. Dann habt ihr wahrscheinlich die beste Alternative gewählt zu dem langweiligen Kram, der euch da vorne vorgepredigt wird. Wow, auch schon wieder richtig kritisch. Alle mal weitertreten. Aber die Kirche liegt doch schon am Boden. Uiuiui. Lattenjub. Ich komme da noch nicht drauf klar. Kannst du den Begriff vorher nicht, Lattenjub? Sau witzig. Nee. Ja, das ist der Lattenjub. Das ist der Lattenjub. Weil der am Kreuz genagelt ist. I know. Und da heißt Jesus. Und das ist ja auch Josef, glaube ich, so abgeleitet. Und Josef ist Jupp. So in, im. Im kölschen Raum. Nö, also hier nennt man auch manchmal Leute Jupp. Ich glaube, Lattenjupp ist platt. Ist platt. Das glaube ich nicht. Da sollten wir nochmal ein paar Omas fragen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das Plattdeutsch ist. Nee, aber genau, dann werden wir in um Ostern rum auf Tour gehen, wie gesagt, 9., 10., 11. Und wir haben dann tatsächlich, glaube ich, den intensivsten Festivalsommer, den wir jemals hatten vor uns. Ne? Ja. Also ihr könnt euch darauf freuen, dass wir, die Band High Spencer, noch nie so viele Festivals gespielt haben werden, wie in der Festivalsommersaison 2020. Ja. Wie ist der aktuelle Stand? Zahlen, Niklas? Zahlen, Niklas sagt knapp unter 20. Das heißt, wir könnten uns bei 17 bis 19 befinden ungefähr, ne? Ja, aber 18 sind es auf alle Fälle. 18 sind es auf alle Fälle, okay. Ich habe mal nachgezählt. Ja. 18 sind es auf alle Fälle und das ist schon, also... Oh, ja, also oder, am Ende dieser Folge werden wir nochmal alle unsere Termine ganz sauber vorlesen. Und gibt es da Dinge, auf die du dich am allermeisten freust bis jetzt, Jan? Gibt es so... Dürfen wir noch nicht alle verraten? Aber eine Sache, die... Aber die zum Beispiel Green Juice dürfen wir doch sagen. Da steht ja auch fest schon. Das da steht doch dann hier Lautfeuer, Lichterloh, Lautfeuer heißt das, ne? Also ehemaliges Abi-Festival. Genau. Das ist auch, also das Festival ist ja cool, ne? Ja. Das ist ja cool, ich freue mich da auch sehr drauf. Ja. Aber ist es wohl schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, so im Raum Emsland, ja, ich gehe aufs Lautfeuer, also aufs Abi-Festival, das, ohne das, den Zusatz Abi-Festival, das jemals gesagt wurde? Mache ich mich unsympathisch jetzt nochmal wiederholen? Mögen mich die Leute vom Lautfeuer, also Abi-Festival, jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, gibt es denn einen Grund, warum die das umbenannt haben eigentlich? Also, weil ich hatte mich nämlich gewundert, dass es ein Festival gab, das Lautfeuer hieß dann, wo so viele namhafte Bands gespielt haben. Dachte ich, das gibt es doch nicht, das kenne ich noch nicht. Hab dann gemerkt, ach, das ist das. Ja, dann macht das ja auch Sinn. Aber wieso die das umbenannt haben? Also, gibt es da einen Grund? Also, ich tippe mal, die wollten sich von dem Image, von der Stigmatisierung, wo wir wieder beim Lattenjob wären, von der Stigmatisierung des Wortes Abi lösen, tippe ich mal. Das kann sein. So, und deswegen haben die das Lautfeuer genannt. Also Lautfeuer, also das Abi-Festival. Ja. Es hat ja auch ein paar Jahre nicht stattgefunden. Oder ein Jahr? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht ist das auch als eine Art Neuanfang zu sehen. Ja? Wir haben genau wie dieser Podcast eine kleine Pause eingelegt, um danach gestärkt wieder ins Leben zu treten. So ist das. Unter neuem Namen, Lautfeuer. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Wir nennen uns jetzt Ciao Bud. Also, hi Spencer, Ciao Bud. Es gab mal eine Coverband, oder nee, irgendwas... Genau, es hat mal eine Band auf einem sehr regionalen Fest vor uns gespielt. Und das waren so junge Wilde, könnte man sagen. So, unter anderem hat da der mal mitgespielt, der als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, wo Jan Geburtstag hatte, die geheime Person, von der wir noch nicht verraten, die hat da Bass gespielt. Die hat da Bass gespielt und wir werden auch heute den Namen. Wir werden auch heute den Namen nicht verraten, aber es ist jemand, von dem ihr schon selber sehr viel erfahrt. Keine Ahnung. Genau, das war Ciao Bud. So eine aus dem Boden gestampfte Band, so eine Coverband und die sollten vorn spielen und haben sich dann gedacht, ja, wie nennen wir uns denn? Wie nennen wir uns denn? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ja, wir drehen das einfach alles um. Ciao Bud. Ist abgefahren. Unfassbar creative. Und Junge, dann Junge. Haben die auch den Song Norden Richtung gespielt. Wettertau. Wettertau.
mich, schalt. Auf mich weg. Oder nicht schalt mich ab, sondern mach mich an. Auf mich weg. Knips mich an. Auf mich weg. Aber einfach alles. oder tanzt sie? Frage. Tanzt sie? Oder sie tanzt, er sitzt. Vielleicht. Ja. Auch mal wieder hier die Frage, in was für einer Gefühlslage man diesen Podcast hört. Also wir würden jetzt niemanden dafür schlecht finden, wenn er jetzt sagt, boah, das ist mir ein bisschen zu albern, ich schalte jetzt ab, ich höre wieder ein bisschen, was weiß ich, hier den Lobrecht und den Tommy Schmidt. Ein bisschen seriöser. So, genau, ja, das ist seriöser. Aber vielleicht, ich freue mich auch wirklich wahnsinnig auf Wolken in den Kopf gleich. Ah! Kopf in den Wolken, heißt es denn nicht Füße Wolken im Dreck? Ja. Okay, wir müssen da jetzt auf. Auf welches Festival freust du dich am meisten? Ich freue mich tatsächlich am meisten aufs Green Juice, weil das einfach das fetteste Festival dieses Jahr ist. Stimmt. Das fängt gar nicht an. Was? Also für dich subjektiv. Und subjektiv, ja. Die schon veröffentlicht sind. Da schon. Gut. Ja. Ja, da befinde ich mich doch also absolut ich muss eine kleine Vermutung äußern, Jan. Du hast in dem Moment, wo du dich nach vorne gelehnt hast und gesagt hast, ich freue mich am meisten auf, hast du in dem Moment alle Festivalnamen, die du kanntest, von denen, die bestätigt waren, durchgerattert und dann ist dir das Green Juice als erstes eingefallen, hast du gesagt, ich freue mich am meisten aufs Green Juice. Ich würde in diesem Moment gerade behaupten, dass ich nicht mal alle bestätigten Festivals so auf die Kette kriegen würde. Ich auch nicht, aber ja. Weil es halt einige sind, es sind super viele. Ne? Es sind so viele, dass sich keiner von uns alle merken kann. Oder wie viele könntest du jetzt aufzählen, Niklas, von denen, die wir bestätigen dürfen? Ja, das ist scheiße. Das wird schwer. Alle aufzählen könnte ich wahrscheinlich tatsächlich. Oh. Aber wirklich? Ja, ich glaube schon. Aber wenn du mir ein bisschen Zeit gibst und einen Stift und einen Zettel. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das vielleicht in der nächsten Folge. Welche jetzt wir schon bestätigen dürfen, weiß ich auch nicht so genau. Noch jetzt gerade nicht. Wir spielen auf jeden Fall auf dem Lautfeuer, also Abi-Festival. Wow. Gut, Sven. Ich freue mich sowohl aufs Lautfeuer als auch aufs Abi-Festival sehr. Und aufs Green Juice. Ich freue mich am meisten aufs Gambach. Gambach, Music Forge Festival. So richtig. Nämlich, da sind wir letztes Jahr. Abgesoffen. Aber richtig. Folge 3? Von Rückbank-Rendezvous, da können die das nochmal nachhören. Really? Weißt du jetzt so aus dem Head, aus dem Brain? Boah, das ist wirklich Gehirnjogging Niklas hier. Gehirnjogging. Dr. Yashivas Gehirnjogging. Gab's das nicht mal? Ja. Das gab's als so. Oh, gab's für Nintendo DS damals, den Game Boy. Und, Nintendo. Wie heißt der nochmal? Der letzte Game Boy, den Nintendo rausgebracht hat. Nein. Der Advance ist nämlich der vorletzte. DS. Der DS, doch, dann war es doch der DS, Entschuldigung. Und zwar weiß ich noch, dass ich mal mit so 12 oder so ungefähr, habe ich mir so viel Geld gespart, dass ich mir endlich einen Game Boy Advance kaufen konnte. Advance SP sogar. Den Klapper. Genau, den Klapper. Und in Silber. Nur damit ich Pokémon spielen konnte. Und dann bin ich zu Nagel, Spiel- und Freizeitbedarf, gefahren damals, hatte mir einige Nageltaler zusammengerauft und dann bin ich da hingegangen. Da war da ein Vertriebler von Nintendo in dem Moment. Und dann ist der zu mir hingekommen und hat, während ich den Game Boy Advance SP in der Hand hatte, in der Verpackung, gesagt, also ich gebe dir jetzt einen Tipp, ich würde es nicht mehr kaufen, weil nächste Woche kommt der Nintendo DS raus. Der kostet 30 Euro mehr und der ist viel besser. Und in einem Jahr kriegst du für den Game Boy Advance SP keine Spiele mehr. Und dann hat der kleine Svenny sich natürlich den Game Boy Advance SP gekauft und nicht auf den Vertriebler von Nintendo gehört und hat den dann ein Jahr später in die Ecke geklopft. Das Wie sind wir da noch mal hingekommen? Ganz tief unten jetzt, ne?
Wir haben jetzt gerade eine kleine technische Panne tatsächlich gehabt. Jetzt denkt man sich natürlich hatten sie eine technische Panne, haben einfach nur Scheiße gelabert. So, aber wir wissen jetzt wieder, wie wir auf den Game Boy Advance SP gekommen sind. Weil Niklas sich nämlich alle unsere Festivaltermine einfach so merken kann. Dr. Karaimas Gehirnjogging. Und das gab's für Nintendo DS damals. Und dann habe ich meine Game Boy Advance SP-Geschichte erzählt. Ja, aber da kann ich mich noch erinnern, dass ich mal einmal in einer Busfahrt in einen Urlaubsort, an dem ich Urlaub gemacht habe, auf einer Hinfahrt von einer Länge von 16 Stunden Pokémon Rote Edition durchgespielt habe. Und danach... Weil ich ein Freak bin! Und danach einen Meter weit gucken konntest. Nee, und danach war ich dann, weiß ich, aber so ohne so diese coolen Sachen, am Schluss noch Mewtwo und so... oder Sonderbonbon dann da auf den Seychellen, hätte ich fast gesagt, auf dieser Insel, auf der Zinnoberinsel dann nochmal hier rechts rauf und runter fahren und seinen Sonderbonbon, wenn da dieser Programmierfehler auftaucht und so. Ja. Wisst ihr nicht, wovon ich rede? Ich weiß absolut gar nicht, wovon du redest. Hast du nie Pokémon gespielt, Jan? Nee. Ich hab Pokémon geguckt. Viel. Tatsächlich, über 5 Jahre, glaube ich, war das Ritual meines Bruders, von meinem Bruder und mir. Jedes Mal nach dem Essen erstmal 2 Stunden Pokémon. Ich habe letztens tatsächlich mit jemandem in meinem Alter gesprochen, aus einer ganz anderen Stadt, aus einem, würde ich fast sagen, aus einem Berliner Problembezirk. Ich nenne den Namen jetzt dieser Person nicht. Aber diese Person hat mal erzählt, dass sie gefragt wurde, was sie am 11. September 2001 gemacht hat. Und dann war die Antwort, so ehrlich wie sie nur sein kann, ich habe mich mega aufgeregt, weil bei RTL 2 kein Dragon Ball Z kam. Und natürlich ärgert man sich darüber mit, wie alt war, ja, war dann 9 Jahre alt. Ja. So, und du, da hat verdammt nochmal, egal was verdammt nochmal auf der Welt passiert, Son Goku Piccolo an die Wand zu hauen. So, und warum klappt das denn nicht an diesem Tag? Was kann denn so wichtig sein? Was kann so wichtig sein, dass man Dragon Ball Z nicht sendet? Oh. Wieder eine 3 Folgen lang diesen Kamehameha auflädt. Ja, ja, das ist genau wie bei The Kickers mit der halben, mit der Erdkrümmung und so. Ja. Genau. Sven, hast du Pokémon-Karten gesammelt? Oh Gott, das ist ein ganz jetzt mal dunkles Fass Thema auf, in meiner Geschichte, in meiner Lebensgeschichte. Ich habe, unfassbar viele Pokémon-Karten gesammelt. Das war meine erste richtig knallharte Suchterfahrung, die dann nahtlos übergegangen ist in Yu-Gi-Oh!-Karten und... ja, bis heute habe ich tatsächlich immer noch, ich glaube, ich habe noch einen Glurak zu Hause. Und dann kam noch Digimon bei dir, ne? Also, ja, aber Digimon ohne, ist ohne tatsächlich, Karten, also ne? Digimon ohne Karten, es ja. gab mal Digimon-Karten, die habe ich auch mal gesammelt, aber die waren halt einfach wirklich beschissen. Und deswegen, die waren auch haptisch irgendwie nicht so geil. Und Digimon war aber für mich immer das Nonplusultra, das muss ich jetzt sagen. Einmal... Nicht zuletzt, weil das der beste Titelsong einer Anime-Serie überhaupt ist. Mit Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Junge, das war dreistimmig sogar. Nur ja, das Ende. Richtig eingefädelt. Aber das ist auch so der Geheimtipp. Ne? Also ich glaube, das war auch mein erstes Mal, meine erste Begegnung mit einem richtig geilen Rocksong. So mit. Du wirst noch viele leben, du wirst diesen Test bestehen. Also einfach so Pokémon, diesen Pokémon. Oh, wow, 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 wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Oh, wow, 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 wow. Und jetzt pass auf, doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Bitte, 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 leb deinen Traum, denn. Oh, Leute! Ja, das muss sein. Digimon war immer das Geilere, weil das war einfach unsere Welt, in der das stattgefunden hat. Das hat mich daran so fasziniert. Und es war so eine viel engere Bindung als Pikachu und Ash, schieß mich tot. Ketchup. Ash Ketchup. Ash Ketchum.
Der ist ja deswegen Ash Ketchum? Ja. Wegen Ketchum All? Nein, niemals. Ja, sicher. Wirklich? Ja, sicher. Hä? Das weiß ich jetzt wiederum. Der Ash Ketchum wegen Ketchum All? Ja, klar. Das ist mir jetzt auch Also hat seine Mutter nochmal geheiratet und der Mann hatte dann Nachname All und dann war es Ketchum All. Genau, Doppelname. Klassischer Doppelname. Auch hier wieder einige Zuhörer. Und wie gab es auch? Rocco und Misty. Rocco und Misty. Genau, Rocco und Misty und Gary. Gary von Professor Eich, der Enkel. Stimmt, Professor Eich. Professor Eich. Yo. Professor Eich. Und warte, aber Digimon war immer deswegen geiler, weil es in unserer Welt stattgefunden hat. Das war ja auch so richtig schon der Anfang der Digitalisierung. Das heißt, das hat ja auch im Internet stattgefunden. Es gibt einen Digimon-Film, da retten die echte Welt. Das spielt in Tokio. So, und nicht in Alabastia. Und auch hier müssen wir mal ein paar quietschige Wasser-Pokémon ein bisschen besiegen. So, sondern das ist einfach, da müssen die halt kämpfen, damit ihre Freunde und ihre Familien überleben. Ja. Während die ganz normal arbeiten in einer Welt, in der es, im hohen Gras nicht voll Ratzfatzes rimmelt. Und Raupis. Ja, Raupis. Auch das war einfach viel. Ich finde Pokémon, hab's immer gemocht, auch gerne gespielt, aber es war total mega kindisch. Und Digimon war erwachsen, fand ich. Es gab bei Digimon gab es doch auch, es war so eins der Haupt-Digimons, so ein bisschen Dinosaurier-Attitüde hatte. Ja. Dies mit den drei Hörnern. Ja, tatsächlich. Daran kann ich mich noch erinnern. Oh, jetzt kommt Malte rein. Hallo Malte! Wir reden gerade über Digimon. Jetzt hatten wir wieder technische Probleme, wir entschuldigen uns, aber wie gesagt, das ist die Welcome-Back-Folge. Wir sind jetzt so langsam wieder am Reinschlittern. Malte ist jetzt da und wir reden nach wie vor immer noch über Digimon. Und Jan hat gerade geäußert, dass er Greymon wohl immer als coolstes Digimon empfunden hat. Absolut, weil, das kann ich sagen, weil mein Cousin, mit dem ich eine sehr intensive Dinosaurierzeit hatte, mit mit diversen Dinosaurierfiguren und irgendwann hatte er halt dieses Greymon. Sagt man das auch so wie im Norden, so Greymon? Also wenn der zu Greymon digitiert, dann sagt Greymon selbst immer, das ist dann die mittlere Digitationsstufe, glaube ich, immer Greymon! Genau. Und dieses Digimon hatte der als Figur und ich war so heftig neidisch darauf. Ich wollte das unbedingt haben. Und dann war die Phase irgendwann wieder mega fix vorbei. Dein Lieblingsdinosaurier, Jan? Oh. Immer noch der Velociraptor. Wirklich? Ja, wirklich. Meins? Aber erst seit Jurassic Park. Jurassic Park hat den Velociraptor cool gemacht, weil es in Wirklichkeit gar kein Velociraptor ist im Jurassic Park. Was ist es denn? Es ist ein Utah-Raptor, ne? Ja. Ein Utah-Raptor. So was Ähnliches. Ja, weil der nämlich weil der Velociraptor eigentlich Federn hat, ne? Ja, und viel kleiner ist. Viel kleiner. Viel kleiner. Ja, aber Steven Spielberg belügt diese Welt schon immer. Was ein. Danke, Spielberg, dass jetzt die ganze Welt denkt, der Velociraptor wäre cool. Ja. Aber dabei war der richtig uncool. Mega, Federn. Was ist das denn? Mein Lieblingssaurier ist nach wie vor der Acrocanthosaurus. Den kennen Leute nicht. Kannst du da was zu sagen? Nö, kann ich nicht. Ich kenne, es gibt auch Jurassic Park, konnte man seinen eigenen Park bauen, gab es ein Spiel, Jurassic Park Operation Genesis. Und bei Jurassic Park Operation Genesis war das Geilste, wenn man den Code des Spiels umgeschrieben hat, in einer ganz normalen Textdatei, dann konnte man nämlich auf einmal wirklich alle Dinosaurier machen und man konnte unendlich viele machen. Dann konnte man sich einfach, weil man sich unendlich viel Geld quasi ercheatet hat, konnte man einfach sich eine Insel bauen und ohne dass Gäste irgendwie Geld hinbringen konnten oder hinbringen mussten, konnte man einfach alle Dinos in einem offenen Ökosystem miteinander leben lassen auf dieser Insel. Und ist immer geil, weil wenn man so den T-Rex dann rausgelassen hat, der war immer ganz schnell panisch. So, wenn er nichts zu essen gekriegt hat. Weil das war dann so, dass die großen Fleischfresser alleine sein wollten, Einzelgänger. Und dann sind die aber immer so weit weg von anderen Dinos gegangen, dass sie danach nichts mehr zu essen hatten und so. Und dann musste man wieder mit einem Hubschrauber hoch und den abschießen und so. Naja. Junge. Und wurde dann um den T-Rex zu locken, wurde dann statt der Ziege Phil Collins hochgefahren? Bei Operation Genesis. Also jetzt haben wir, glaube ich, wirklich den letzten Zuhörer dieses Podcasts auch wieder verloren, Jan. Oh, den konnte ich mir nicht vergreifen. Tatsächlich glaube ich auch, dass noch nicht mal in diesem Raum eben irgendjemand diesen Witz lustig fand. Nein. Oh, verdammt.
Danke, Malte fand gut. Danke, Malte. Aber Malte ist auch erst seit einer Minute im Raum. Das heißt, der weiß nicht, was hier schon alles passiert ist. Kennst du den Begriff des Lattenjups? Ja, Jesus, oder? Richtig. Ja, guck mal. Aber man lernt ja nie aus in so einem Podcast. Lattenjub. Das ist aber Jan Niermanns und meine südlich der Bahnschienen groß gewordener Klosterösedetum ist das. Wir haben eben schon über die Frogbock-Dosenband geredet und sind so auch so ein bisschen auf Lattenjub gekommen, etc. ppp. Und mir war der Begriff nicht klar. Jan wusste nicht geläufig, nicht dass Jesus Lattenjub heißt. Wusste also nicht heißt, aber genannt wird. Malte geht wieder in diesem Moment. Malte hat den Raum verlassen. Aus Empörung. Ey, es ist außerdem gerade das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir alle zusammen, glaube ich, in einem Raum sind, also der nicht der Bulli ist, so und hier zusammen diese Podcastaufnahme betreuen. So. Ich finde, diese Erkenntnis reicht, um diese Aufnahme zu beenden. Und zwar möchten wir euch nochmal jetzt schon mal bitten, dass ihr mit einem fetten Edding in euren Handykalender den 27.03. eintragt. Da kommt von Grau zu dir dazu in sehr naher Zukunft eine Special-Folge in diesem Podcast, die sich nur über von Grau zu dir drehen wird darum drehen wird und die ausschließlich um unsere Studiozeit da geht. Wir haben heute ja schon ein bisschen was angeteased. Dann haben wir jetzt gleich noch alle bestätigten Festivaltermine, die Niklas jetzt schon rausgesucht hat. Nee. Oder nicht? Wirklich nicht? Nee. Aber machst du gleich eben, ne? Ja, aber wo soll ich das denn? Ich weiß es ja einfach nicht. Also. Ja, kommt auch in der nächsten Folge. Oh, das ist ja einfach eine Folge von Luft hier. Also jetzt wissen die Leute, dass der Song so heißt. Und sonst habt ihr, also danke für die Zeit, aber ihr habt keine Erkenntnis aus dieser Folge mitnehmen können, nee. Oder? Aber muss es auch geben, vielleicht mal. Also man kann ja nicht jedes Mal daraus gehen, Junge, jetzt habe ich auch was gelernt. Aber wäre ja schon ganz cool, weil die, also, ja, aber... Dieser Podcast ist wie eine sehr lange Zigarette, sagt Janis. Für die Leute, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Oh, die letzten 10 Sekunden höre ich mir an. Jan sagte gerade, die letzten 10 Sekunden höre ich mir an. Für die Leute, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. Und dann werden wir uns wieder hören. Spätestens in 2 Wochen. Und bis dahin. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit. Tschüss. Tschüss.